Sleeve bei dir in dem einen Auge größer als in dem anderen zu sehen? Mein lieber Stefan. Ja. Ja, ich weiß nicht, man kennt ja dieses, das ist ja, das eine Auge ist ja eher konvex und das andere ist mehr konkav. Ich möchte nicht wissen, wie du in 30 Jahren aussiehst. Ja. Höchstwahrscheinlich wie so ein Waldschrat, aber das macht ja nichts. Nee, ich habe das jetzt nur medizinisch ausgedrückt. Ich habe da, wenn ich das mal sagen darf, ich schiele nicht, ich habe auch kein blindes Auge, das ist lediglich das rechte Augenlid mit LID, nicht IED wie du, diese Leichenschändung mit Roy Blackmore, sondern und ich würde ganz normal aussehen, wenn das einen halben Zentimeter höher wäre. Da wäre ich ganz, das hätte ich operieren können für 200 Mark damals, aber damals hatte ich kein Geld. Echt? Heute mache ich es nicht mehr, weil das doch so ein bisschen mein Aufschild ist. Ja, da kriegen wir aber wohl noch, ne? Bist du Harry Schweinfurt? Harry Schwein, danke. Du bist der erste Künstler, der bei uns während der Sendung ausgezahlt wird, weil du ja scheinbar noch nicht so satt bist. Guck mal, das ist ja jetzt ist der 1000 Mark, kriegst du schon mal. Ja? Das sind doch jetzt so viele Fälschungen auf dem Markt. Nein, du hast schon ein paar gute Pointen gebracht, das ist schon 1300 Mark wert. Okay. Die Sendung schon gerettet. Jetzt den Rest behalte ich. Du hattest vorhin auch einen Lacher. Ja, behalte das gut für dich. Endlich ernährt sich das Eichhörnchen. Behalte das gut für dich, denn das ist jetzt mindert sich deine Gage natürlich, ne? Ja. Da wirst du jetzt von der Steuerfahndung gejagt. Ja. Du hast ja auch damals, das ist ja, hast ja auch sowas Ähnliches gemacht wie Dolly Buster. Du hast wie Dolly Buster? Porno. Was war das? Porno kann man es nicht nennen. Nein, aber die sieht man jetzt ja ab und wieder so vier. Ich habe nicht das gemacht, was Dolly Buster ihr Leben lang gemacht hat. So, war vielleicht auf der anderen Seite. Vier Dingerns ja. auf Ibiza. Ja, das waren Highlights, das ist Filmgeschichte. Sunshine Reggae auf Ibiza, das ja, ist genau. 13 Jahre her. Sie können sich daran erinnern, ja? Ja. So, kommt man mal ins Ausland, habe ich mir gesagt. Das ja. Schlimme beim Kinofilm ist, die Dinger werden pausenlos wiederholt. Also so eine schlechte Fernsehshow, die sieht man einmal, aber so einen schlechten Film, ja. den sieht man immer. Die wird zum Beispiel am Montag wiederholt. Echt? Ja. Ja. Und wie hoch ist die Ausschaltquote bei euch? Moment mal. Einschlafquote oder was? Da hast du wieder, hast nein, du dir nein, wieder nein, ein paar nein, Mark nein. verdient. Nein, nein. Jetzt kaum Mindy. Ja? Aber das war so ein 200-Marks-Gag. Hast du diese teuren... Es läppert sich. Ja. Diese teuren Gags? Stell doch mal eine richtig aggressive Frage, ja, wo die okay. Leute sagen, wow, der hat was in der Birne. Du. Ja, derjenige, der jetzt hier gerade anruft. Hallo, wen haben wir da? Hallo, ich habe ein Problem. Ja, was denn? Ja, also ich finde dich echt toll und die Serie auch. Ne? Danke! Die Sendung. Danke! Nur diesen Typen da ganz rechts, links neben dir, diesen Gildehorn, ich finde so schrecklich ekelhaft. Wieso? Und wie findest du mich, Alter? Jetzt los nicht pusten! Auge. Was? Was hast du gesagt? Ja, irgendwas mit Matschauge. Du häng ein, komm. Das ist die einzige Sendung, wo mit dem Pöbel draußen telefoniert. Ja. Wahnsinn. Nimmt sich ja sonst ist keiner Ist da einer, der an. Mir positiv eingestellt ist gegenüber? Hallo? Hallo? Ja, wie findest du mich, Kleine? Süß. Es gibt auch solche. Siehst du? Und die werden nicht vorher zensiert, die Leute. Ja. Ja? Die so. Findet dich süß. Apropos, was ja ganz interessant ist, du hast eine Tochter, ne? Ja. Und ich habe mal in der Zeitung gelesen, die hätte was mit Kai Pflaume. Ja. Da war mal so ein Ansatz. Du weißt ja wahrscheinlich eher Bescheid oder hast du die, ja, oder sprechen die deine Kinder die auch nicht Typen, mit dir? Die bei uns verkehren, die ja. müssen erstmal alle bei mir durch die Stube durch und mich unter den Tisch laufen. Deswegen hat das bislang noch keiner geschafft. Ach so, saufen? Ja, und Kai Pflaume ist ein netter Kerl, der hat bloß eben diesen Namen. Ich möchte nicht, dass meine Tochter irgendwann mal Pflaume heißt. Hallo, wer da? Hallo. Eva Kiefhase. Ich will aus Schopfloch und ich will meinen Freund Peter Brunner grüßen. Ja, dann mach das doch mal. Ja, ich grüße Peter Brunner und ich hoffe, dass er zuschaut. Und ich finde, Stefan Raab ist ein Arschloch. Entschuldigung, warum rufst du denn hier an?
Du benutzt den Kanal, um Grüße von Ost nach West. Du rufst ja aus dem Osten an, nicht? Na, aus dem Süden. Woher? Aus Zopfloch. Wo ist das? Ist das noch Deutschland? Ja. Mittelfranken? Ja. Das ist doch schon ganz weit weg, nicht? Ja. Komm mal, wieso meinst du denn, dass ich ein Arschloch bin? Ja, du forschst die Kellys immer so und also ich bin ein großer Fan von deiner. Wie findest du die denn gut? Ja. Ja? Weshalb denn? Ja, die machen gute Musik und ich und mein Freund, die finden halt, die sind super. Kannst du ihm mal sagen, er soll mit Untertiteln sprechen? Ja. Normalerweise wird man nämlich hier mal belohnt. Ich habe das wieder ganz vergessen, wenn man eine Pointe macht. Entweder mit Geld, das haben wir, das lehnst du ja die ganze Zeit ab. Damit kannst du mich nicht mehr reizen. Ja. Ein bisschen ein paar Streicheleinheiten. Ich wollte dir deine Gage ja in der Sendung austeilen. Du gibst mir das Geld die ganze Zeit zurück. Ja. Das ist ja, das kann ja, pass mal auf, wenn ich nach Poenken bezahlt werde, so viel hast du doch gar nicht in der Hose. Ja? Oder Geld. Oder hast du 30 Riesen dabei? Was? 30.000? Ja, lass mal kommen, wir sind ja erst bei 200 Mark angelangt. Ach so, die Sendung ist schon fast wieder vorbei. Oh. Wir haben doch gleich einen weiblichen Gast, der kommt. Ja, wir haben gleich einen weiblichen Gast. Ach, jetzt kommt schon ein geiblicher Wasser. Geil. Wie kommt von Wei, kommen wir hier irgendwie auf Geil gestoßen. Das ist doch eine, was? Das, der Lichtmann oder was wäre? Der? Geht ach so. Sollen wir uns um die kümmern eigentlich? Wen? Ja, um hier, wenn ach, da komm, so Leute dazwischen sind. Nur alle austauschbar. Wir sind wichtig hier. So, jetzt kommt ein Gast, den mein nächster Anrufer genau kennt. Hallo? Hallo? Wer bist du? Der Harald. Wo kommst du her? Aus Markgröningen. Aus wo? Markgröningen. Ach so. Und wer kommt als nächster Gast? Dolly Buster. Genau. Und auch Dolly Buster hat uns vor der Sendung ihren Lieblingswitz gestöhnt und wir schauen ihn mal an. Bei Blondinen unterhalten sich die eine sagt, mein Mann, der ist ganz doof, der hat mir einen Füller geschenkt, obwohl ich überhaupt nicht schreiben kann. Die zweite sagt, mein Mann, der ist noch viel doofer, er hat mir ein ganz dickes Buch geschenkt, obwohl ich überhaupt nicht lesen kann. Die dritte sagt, mein Mann, der ist am allerdoofsten, der hat mir einen Deo-Roller geschenkt. Und hier ist sie jetzt, den ganzen langen Weg aus nach Bad. Weiß ich nicht, woher gekommen. Hier ist sie, die einzigartige, großartige, wunderbare, ausprobiert, aber dennoch selten erreichte, die Mann, die den Soul mit Löffel gepresst hat. Dolly Buster! Dolly Buster! Dolly Buster! Alle raufrutschen. Alle einen raufrutschen. Gildo, du musst auf den Hamburger. Und Dolly, hallo. Ist noch nicht frei. Ich kann gleich erst rübergehen. Ah. Hm. Haben Sie doch noch Platz gefunden, um dir das Ansteckmikrofon dran zu machen? Ja, nee, hab ich selber gemacht. So, Dolly ist natürlich nicht nur hier. Wo kommst du gerade her übrigens? Aus Wesel. Aus Wesel? Mhm. Mhm. Ich habe mich lange geschämt, das zu sagen. Warum? Sonst sage ich immer Düsseldorf. Aha. Das ist aber schlimmer in Köln, wenn man das sagt. Düsseldorf ist. Karl, bitte? Wesel, hast du spontan einen Karlauer drauf? Mit Wesel? Ach nee, warte mal. Ich wollte nur fragen, ob in Wesel vielleicht schon die Mauer fertig ist um Wesel rum. Ich sag die Pointe nicht, ja? So, und Dolly Buster hat jetzt auch eine na was gemacht? Eine CD, ja? Und die heißt Make Love. Make no war. Mhm. Ja? Was heißt das übersetzt? Wenn wir's make love? Das kann nicht wahr sein. Ja. Make love, das kann ja wohl nicht wahr sein, oder wie? Das ist übersetzt, nicht? Ja. In Englisch? In Englisch. Singst du in Englisch? Also Karl, dafür kriege ich aber jetzt 200 Mark wieder zurück. Naja, okay. Ich habe da gar nichts eingesteckt, Mensch. Ja? Ach so, du hast es wieder rausgegeben. So, du hast ja, du bist ja... Bist ja eigentlich schon länger Popstar. Muss ja nicht erst noch werden. Du musst ja nicht erst noch werden, ne? Aber hast du denn jetzt ganz aufgegeben, wie sag ich mal, erotische Filme zu machen? Nee, das habe ich noch nicht aufgegeben. Mhm. Mhm. Mach ich weiter. Das geht weiter. Hast du dieses Jahr schon einen gedreht? Ich habe schon dieses Jahr drei gedreht. Ja. Schon drei? Ja. Ich dachte, du machst erst nur immer einen pro Jahr. Ich mache sechs pro Jahr.